Du möchtest endlich dein erstes eigenes Online-Business starten, möchtest vielleicht nebenberuflich erstmal anfangen oder auch direkt hauptberuflich durchstarten, dann bist du in diesem Video genau richtig. Ich zeige dir nämlich heute meine 6-Schritte-Strategie, wie du von null anfangen kannst, welche Schritte du befolgen solltest, meiner Meinung nach, weil ich mir über die letzten Jahre ja auch Online-Einkommensströme aufgebaut habe, E-Books, Online-Kurse, Affiliate-Marketing, also alles Mögliche. Und ich gebe dir heute mal so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung beziehungsweise 6 wichtige Schritte, die du nach und nach abarbeiten solltest, damit du zu deinem ersten eigenen Online-Business kommst. Es war noch nie so leicht wie heutzutage, sein eigenes Online-Business zu starten. Du hast alles, was du brauchst. Alles ist erschwinglich. Also du könntest schon Videos filmen, zum Beispiel mit deinem Handy. Das kostet dich nichts, weil du das Handy sowieso schon hast. Internetverbindung ist fast überall verfügbar. In Deutschland ist es ja manchmal ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich überall Internetverbindung verfügbar. So ein Laptop kostet auch nicht die Welt und dann kannst du im Endeffekt schon durchstarten. Das sind erstmal so die wichtigsten Hardware-Anforderungen, die du brauchst. Bevor wir so richtig loslegen und zu Schritt 1 kommen, ist natürlich erstmal die Voraussetzung, dass du ein Gewerbe anmeldest. Du holst dir also einen Gewerbeschein, der kostet vielleicht 25 oder 30 Euro und meldest eben dein Gewerbe an. Dann kriegst du auch einen Brief vom Finanzamt und arbeitest das Ganze ab, schickst das zurück, solltest vielleicht auch mal mit deinem Steuerberater im Vorfeld sprechen und dann kannst du schon direkt loslegen und zwar mit Schritt 1, finde deine Nische. Ich spreche es ja immer wieder an, dass du eine Nische suchen solltest und eine Nische finden solltest. Das Ganze ist gar nicht so schwierig. Du hast bestimmt ein Hobby, du hast irgendwas, was dir Spaß macht und das könnte schon eine Nische sein. Du solltest also meines Erachtens in diesem Bereich dann auch versuchen, dich selbstständig zu machen oder ein Business aufzuziehen in irgendeinem Bereich, in dem du dich gut auskennst. Das kann auch dein jetziger Beruf sein, mit dem du dann vielleicht schon Erfahrung gesammelt hast. Oder ein Hobby, was dir richtig Spaß macht und was du dann später monetarisieren kannst. Also irgendeine Nische, die dir Spaß macht und zu der du auch viel erzählen kannst. Und das Ganze am besten mit Leidenschaft und wirklich mit Spaß. Wenn es nämlich Spaß macht, ist es auch leichter, erfolgreich zu werden. Wenn du dann deine Nische gefunden hast, kannst du übergehen zu Schritt Nummer 2. Entwickle ein Angebot. Du solltest ein Angebot entwickeln, das du deinen Kunden später verkaufen kannst. Denn nur durch Verkauf kannst du eben auch im Internet was verdienen. Entweder verkaufst du eigene Produkte, verkaufst fremde Produkte. Verkaufst Dienstleistungen. Also dieses Angebot musst du entwickeln. Vielleicht hast du eine Dienstleistung, die du anbieten möchtest oder vielleicht möchtest du eine Dienstleistung entwickeln. Da musst du dir eben Gedanken drüber machen. Oder du hast vielleicht schon ein Produkt hergestellt. Das kann ein digitales Produkt sein zum Beispiel. Oder du möchtest vielleicht ein digitales Produkt herstellen und vertreiben, verkaufen. Also darüber musst du dir Gedanken machen. Das Produkt sozusagen oder das Angebot erstmal entwickeln. Mit welchem Angebot möchtest du in den Markt hineingehen? Und wenn du das für dich geklärt hast, dann geht es schon rüber zu Schritt Nummer 3 und zwar die Positionierung. In Schritt Nummer 3 solltest du dich jetzt wirklich positionieren im Markt. Und wie machst du das Ganze? Ganz einfach, heutzutage über Social Media, über YouTube, über Instagram, über Pinterest. Du kannst dich überall in allen möglichen Social Media Kanälen zeigen oder kannst dort eine Positionierung eben aufbauen. Du solltest nicht zu viele nutzen. Nimm erstmal einen Kanal, überleg dir, welcher Social Media Kanal zu dir am besten passt. Ich empfehle hier an dieser Stelle ganz klar YouTube. YouTube hat viele, viele Vorteile. Wenn du YouTube-Videos erstellst, dann ranken die YouTube-Videos für die nächsten Jahre. Du wirst immer wieder gefunden. Du kannst für Suchbegriffe ranken in Google und auch in YouTube. Wirst eben gefunden für diese Suchbegriffe und hast eben dauerhaft etwas, einen dauerhaften Wert erschaffen, dauerhaftes Asset sozusagen, was dir immer wieder Geld einbringen kann und was dir immer wieder Kunden einbringen kann. Bei Instagram ist das Ganze ja auch möglich, aber da hast du eben nicht den Effekt, dass du gefunden wirst für spezielle Suchbegriffe. Also Instagram funktioniert da zum Beispiel ganz, ganz anders und auch TikTok und solche Kanäle. Deswegen empfehle ich dir an dieser Stelle einfach YouTube. Positioniere dich auf YouTube, lade regelmäßig Videos hoch. Mindestens 2 Videos die Woche kann ich hier an dieser Stelle auch empfehlen. Dann wirst du irgendwann auch als Experte wahrgenommen. Du positionierst dich in deinem Bereich, in deiner Nische, die du gewählt hast. Und somit kannst du dann zu Schritt Nummer 4 übergehen und zwar deine ersten Kunden einzusammeln. Wie sammelst du nun deine Kunden ein? Ich habe es ja schon gesagt, die Kunden finden dich wahrscheinlich auf YouTube oder auch über Google und kommen dann auf YouTube auf deine YouTube-Videos, die am besten Mehrwert liefern. Das hätte ich eben noch ansprechen sollen. Also du solltest natürlich Mehrwert oder gute Informationen schon mal in deinen YouTube-Videos rüberbringen. Wie sammelst du die Kunden nun ein? Du hast in dem Sinne ja keine Daten von den Kunden, wenn sie einfach nur deine Videos anschauen. Daher empfehle ich an dieser Stelle, unter deinen YouTube-Videos zu verlinken auf eine Landingpage oder auf deine eigene Website.
Website und dort dann die E-Mail-Adressen einzusammeln, E-Mail-Adressen der Kunden. Du kannst ihnen im Austausch auf einer Landingpage zum Beispiel ein Produkt anbieten, was sie gratis herunterladen können, und im Gegenzug geben sie dir deine E-Mail-Adresse. Das hat den Vorteil, du baust eine E-Mail-Liste auf, du sammelst Leads ein, also diese E-Mail-Adressen werden Leads genannt, und wenn du eine E-Mail-Liste aufgebaut hast, dann kannst du immer wieder an den Kunden herantreten, kannst du immer wieder Dinge verkaufen oder auch Mehrwert liefern, und nur wenn du eine vernünftige E-Mail-Liste hast, dann hast du auch ein echtes Unternehmen am Ende aufgebaut, weil stell dir mal vor, YouTube wird abgeschaltet, dann ja, hast du immer noch deine E-Mail-Liste und kannst immer noch an deine Kunden ran. Es bietet sich also an dieser Stelle mehrgleisig zu fahren. Wie sammelt man solche Leads ein? Das hört sich schwierig an, sehr technisch, das ist aber gar nicht so kompliziert. Es gibt da verschiedene Tools, die man nutzen kann. Ich nutze zum Beispiel das Tool Builderall, das ich dir auch in der Videobeschreibung mal verlinke. Damit ist es sehr, sehr leicht, E-Mail-Adressen einzusammeln, E-Mail-Autoresponder einzurichten, also automatisiert E-Mails rauszuschicken. Kann ganz, ganz viele Dinge noch mit Builderall machen, eigene Online-Kurse verkaufen, also alles Mögliche. Aktuell kannst du Builderall für 30 Tage für nur einen einzigen Euro testen. Also der Link ist in der Videobeschreibung, schau es dir gerne mal an und sammel deine ersten Leads ein. Kommen wir zu Schritt Nummer 5. Schritt Nummer 5 ist die Produktentwicklung. Vorhin haben wir das Angebot erstmal entwickelt, also wollen wir eine Dienstleistung, wollen wir ein echtes digitales oder ein physisches Produkt verkaufen. Jetzt entwickeln wir wirklich das Produkt. Das Produkt, was kann das sein? Das kann, wie gesagt, eine Dienstleistung sein, die du verkaufen könntest, zum Beispiel ein Coaching oder eine Beratung. In dem Bereich, in dem du Experte bist, kannst du selbstverständlich dann auch Coachings geben, wenn du das möchtest. Die kannst du ganz leicht anbieten, zum Beispiel über Digistore24 als Dienstleistung und dort einen automatisierten Verkaufsprozess hinterlegen. Das setze ich übrigens auch mit der Software Builderall um. Was könnte neben so einem Coaching noch ein Produkt sein? Ganz einfach, ein digitales Produkt in Form eines Online-Kurses kannst du anbieten. Diesen Online-Kurs kann man dann auch wieder hosten auf einer Plattform, zum Beispiel Builderall, einen Member-Bereich erstellen, den verbinden mit Digistore24. Über Digistore24 läuft dann die ganze Bezahlungsabwicklung vollautomatisiert und hiermit erschaffst du dir eben eine wunderbare passive Einkommensquelle, wenn dieses System erstmal läuft. Und das System kann nur laufen, wenn wir zu Schritt 6 natürlich erstmal kommen, nämlich dem Verkauf des Produkts und auch Traffic erzeugen. Du musst dein Produkt natürlich irgendwie an den Kunden bringen. An dieser Stelle haben wir es jetzt leicht, weil wir schon unsere Kunden eingesammelt haben. Wir haben ja unsere Leads schon gesammelt. Vielleicht hast du schon 1000 E-Mail-Adressen eingesammelt. Wenn du dann eine E-Mail rausschickst an diese 1000 E-Mail-Adressen und bewirbst deinen neuen Kurs oder deine neue Dienstleistung, die du anbietest, dann wird ein gewisser Prozentsatz auch kaufen. Sagen wir mal 10% kaufen auch, dann hast du 100 Verkäufe mit einer E-Mail und das wäre so eine Möglichkeit, wie du deinen Kurs verkaufen könntest oder dein digitales Produkt oder dein Coaching. Andere Möglichkeiten sind, bezahlte Werbung zu schalten auf Google oder Facebook. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, eben organischen Traffic oder auch bezahlten Traffic zu schalten. Ich habe dazu auch ein schönes Video gedreht, 5 gratis Traffic-Quellen. Das verlinke ich dir jetzt mal hier, das kannst du dir gerne mal anschauen. Das ist sehr interessant und passt eben zu diesem Thema. Ich habe vor, zu genau diesen Schritten mal ein umfangreiches Coaching bzw. einen umfangreichen Kurs zu erstellen. Falls dich sowas interessieren würde oder falls ich das machen soll, dann schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Also ich plane da wirklich mal so alles auf den Punkt zu bringen in einem großen, großen Kurs. Falls du schon begonnen hast in diesem Bereich, kommst aber an irgendeiner Stelle nicht weiter, dann können wir uns auch gerne mal 45 oder 60 Minuten unterhalten. Link lasse ich dir auch unter dem Video. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut!